Ach ja, wieder so ein schöner atmosphärischer Wintermorgen. Ja, ich begrüße euch zu dem vorerst Abschlussvideo zum Thema Notnahrung im Winter. Ja, was nicht heißt, dass ich vielleicht nicht nächsten Winter weitermache, aber das hier wird erstmal das Abschlussvideo sein. Und ja, ich werde euch jetzt nochmal im Schnelldurchlauf 8 weitere essbare Pflanzen zeigen, die ihr im Winter finden könnt, wo ich mich diesmal allerdings auf die Grundlageninformationen beschränken werde, denn ja, sowas wie Sammelzeit brauche ich nicht extra erwähnen, so wie ich es sonst mache, weil ihr findet sie halt das ganze Jahr über. Alle Pflanzen, die ich euch jetzt zeige. Ja, und ich werde mich eben auf die Grundlageninformationen wie beispielsweise die Verwechslungsgefahr beschränken. Ja, es kann auch sein, dass ich zu einigen Pflanzen im Frühling oder Sommer noch weitere detailliertere Videos machen werde, also zu einigen, die ich jetzt zeige. Und ja, was auch nochmal wichtig zu wissen ist, ist eben, dass die nicht nur als Notnahrung für den Winter geeignet sind, sondern dass sie halt ja das ganze Jahr über gegessen werden sollten, weil sie einfach unglaublich kräftig und gesundheitsfördernd sind. Ja. Also das heißt, ihr solltet sie auch im Frühling und im Sommer essen, wo viele davon tatsächlich auch noch viel besser schmecken. Ja, und einige von denen tatsächlich dann auch nochmal kräftiger sind. Ja. Dann machen wir uns mal ans Werk. Ja, hier haben wir jetzt den Waldsauerklee und ja, der mag jetzt ein wenig mitgenommen aussehen, aber im Frühling hat er so einen richtig schönen hellgrün kräftigen Ton und bedeckt da teilweise ganze Waldstücke, wo das dann aussieht wie so ein hellgrüner Teppich. Also richtig schön, vielleicht mache ich im Video, im Frühling auch noch ein Video drüber. Ja, jetzt im Winter, also wenn man an Stellen kommt, wo der wächst, dann sieht man ihn zwar schon durch den Laub teilweise, aber man muss dann schon den Laub wegräumen, um an einen Großteil der Exemplare zu kommen jetzt im Winter. Das musste ich auch machen. Ja, also finden könnt ihr den Waldsauerklee in Laub- und Mischwäldern und er wächst sogar da, wo ja nie die Sonne hinkommt. Also er soll sogar mit nur 1% Sonnenlicht auskommen. Ja, und verwechseln könnt ihr ihn höchstens mit dem Klee. Also den Waldsauerklee kann man höchstens mit dem nur Klee verwechseln. Dieser hat dann aber ein weißes Muster auf den Blättern und schmeckt eben auch nicht säuerlich, so wie der Waldsauerklee. Ja, außerdem soll er sehr viel Vitamin C enthalten und er schmeckt angenehm zitrusartig. Ja, also er schmeckt säuerlich, zitrusartig, so zitronenmäßig ein bisschen. Also ich finde ihn richtig lecker. Ich habe ihn auch schon Salat dazu getan und das war eine richtige Geschmacksbereicherung. Außerdem soll der blutreinigend wirken und bei Hauterkrankungen helfen. Ja, so viel zum Waldsauerklee. Joa, ich bin jetzt hier in der Hamburger Elbe und habe zum Glück noch die Pflanze gefunden, wo ich woanders leider nicht mehr fündig geworden bin. Und zwar das Gänseblümchen. Ja, was ihr, wie ich mal scharf hoffen möchte, doch hoffentlich noch aus eurer Kindheit kennt, wenn ihr denn noch eine Kindheit in der Natur hattet, was ja immer seltener vorkommt. Naja, jedenfalls, also finden könnt ihr das Gänseblümchen auf Wiesen, auf Weiden, an Wegrändern und ja, allgemein einfach auf Rasenflächen. Ja, und ihr könntet das Gänseblümchen höchstens mit anderen essbaren Pflanzen verwechseln, wie beispielsweise die Wiesenmargarite oder die Kamille, die dann aber auch deutlich höher wachsen. Und ja, jetzt im Winter ist eine Verwechslung ausgeschlossen, da wächst wirklich nur noch das Gänseblümchen, was so aussieht. Ja, ich muss sagen, dass mir das Gänseblümchen richtig gut schmeckt. Also es ist mild, es ist weich und ja, ich habe es auch schon in einen Salat dazu gepackt und das war eine richtig leckere Bereicherung, muss ich sagen. Ja, außerdem soll das Gänseblümchen bei Husten, Hauterkrankungen und Leberleiden hilfreich sein. Des Weiteren bringt es den Stoffwechsel in Schwung. Ja, so viel zum Gänseblümchen. So, hier haben wir jetzt den Löwenzahn oder besser gesagt zwei verschiedene Arten des Löwenzahns, von denen ich auch gerne mal nasche, wenn ich hier vorbeikomme. Ja, ich hatte euch den Löwenzahn gerne in Ruhe auf einer Wiese gezeigt, aber ich muss es jetzt hier am Wegesrand machen, weil der auf der Wiese, wo ich eigentlich hin wollte, wie ausgestorben ist. Das hängt wahrscheinlich mit der Art zusammen, ja, denn es gibt unzählige verschiedene Löwenzahnarten. Ja, also finden könnt ihr ihn, wie gesagt, auf Wiesen oder an Wegrändern. Und ja, was die Verwechslung angeht, ihr könntet die Blätter des Löwenzahns teilweise vielleicht mit den Blättern der Wegwarte oder des Wiesenpipau verwechseln, also zumindest vor der Blüte. Oder halt mit einem der unzähligen anderen Löwenzahnarten, was eben auch nicht schlimm wäre. Ja, ansonsten könntet ihr ihn vielleicht noch mit einigen giftigen Pflanzen verwechseln, wenn ihr besoffen und leichtsinnig eine Sekunde lang das Blatt angucken würdet.
Also meine Meinung ist da eigentlich, dass es nicht passieren kann, wenn man nicht extrem leichtsinnig und ja, das Blatt sich nicht mal richtig anguckt oder so. Aber da sträuben sich eben die Meinungen. Ja, wer hier auf ganz Nummer sicher gehen will, der pflückt den Löwenzahn einfach im Frühling während der Blüte oder spätestens dann, wenn die Blüte zur Pusteblume geworden ist, weil das ist das absolut narrensichere Merkmal. Ja, der Löwenzahn ist außerdem sehr reich an Vitaminen und Mineralien und stärkt Leber, Galle und Nieren und eignet sich deswegen auch ideal zur Frühjahrskur. So viel zum Löwenzahn. So, hier haben wir jetzt den Waldmeister, dessen leckerer Geschmack uns sicherlich allen von leckeren Getränken und von leckeren Eis bekannt ist, wo der Verzehr der rohen Pflanze bei hohen Mengen zumindest Schwindel und Übelkeit auslösen soll. Aber ja, lasst euch davon nicht abhalten. Ich esse die auch immer gerne mal wieder roh und ich habe da auch noch nie was gemerkt. Solange man es nicht übertreibt, ja. Denn wie gesagt, das soll erst bei hohen Mengen diese Symptome auslösen, wenn man da zu viel davon zu sich nimmt. Ja, im Frühling schmeckt er am besten, da schmeckt er auch intensiver. Aber auch jetzt im Winter kann man tatsächlich auch noch den Waldmeistergeschmack rausschmecken. Ja, finden könnt ihr ihn in Laub- und Mischwäldern, häufiger in Buchenwäldern. Und verwechseln könntet ihr ihn höchstens mit dem Waldlappkraut. Was mir tatsächlich auch einmal passiert ist, also da war ich in einem Buchenwald unterwegs und habe, wie ich dachte, jede Menge Waldmeister entdeckt und hab mich dann gefreut, musste dann aber beim Probieren feststellen, dass das richtig eklig lederartig geschmeckt hat. Ja, und da habe ich dann herausgefunden, das war eben das Waldlappkraut. Aber eine Verwechslung ist nicht schlimm, weil die Pflanze ebenfalls ungiftig ist. Ja, es gibt natürlich viele Rezepte, wo man leckere Getränke aus der Pflanze herstellen kann. Das könnt ihr ja mal googeln, da gibt es unglaublich viel im Internet zu finden. Ja, und in der Volksmedizin heißt es, dass der Waldmeister unter anderem gegen Schlaflosigkeit und Herzbeschwerden helfen soll. Außerdem soll er wohl auch sehr gut zur Reinigung der Leber sein. Ja, und heute setzt man ihn wohl auch bei Erkrankungen der Vene ein. Ja, so viel zum Waldmeister. So, hier haben wir jetzt den Spitzwegerich. Und ich muss ja sagen, dass ich den Geschmack vom Spitzwegerich unglaublich intensiv finde und auch einzigartig. Ja, obwohl er jetzt im Winter etwas milder schmeckt, also am intensivsten schmeckt er wirklich im Frühling und im Sommer. Und ja, finden könnt ihr den Spitzwegerich auf Wiesen und an Wegrändern. Und verwechseln könnt ihr ihn höchstens mit dem mittleren Wegerich, der aber ebenfalls essbar ist. Ja, außerdem soll der Spitzwegerich schleimlösend wirken und gegen Husten helfen. Und es gibt sogar Spitzwegerich-Hustensaft im Laden zu kaufen. Es gibt aber auch Anleitungen im Internet, wie man den Spitzwegerich-Hustensaft selber herstellen kann. Was sicherlich auch besser wäre, denn da kann man sicher sein, dass da dann auch zumindest keine unnötigen Zusatzstoffe drin sind. Ja, jetzt im Winter sieht der Spitzwegerich etwas mitgenommener aus und ich werde mir gleich mal etwas vom Spitzwegerich abpflücken und womit rübernehmen und euch das Blatt mal genauer zeigen. Ja, ich habe mir jetzt mal ein paar Blätter mit rübergenommen und werde euch die jetzt mal genauer zeigen. Also ganz charakteristisch für den Spitzwegerich sind eben diese langen Blattadern, die hier entlang laufen, die man auf der Rückseite, so wie hier, auch sehr gut fühlen kann. Und wie der Name eben schon sagt, Spitzwegerich, läuft der Spitzwegerich eben auch an der Blattspitze spitz zu. Ja, bei den beiden hier ist die Spitze irgendwie abgefressen oder abgebrochen, weiß auch nicht genau. Ja, und ja, wie gesagt, also daran könnt ihr den Spitzwegerich erkennen und ihr könntet ihn höchstens mit den ebenfalls essbaren mittleren Wegerich verwechseln, deren Blätter breiter und kürzer sind. Ja, so viel zum Spitzwegerich. So, hier haben wir jetzt eine ganz winzige Pflanze und zwar die Vogelmiere. Und ja, finden könnt ihr sie auf Äcker, an Wegrändern, auf Weiden und Wiesen und an Zäunen und Mauern. Ja, und verwechseln könnt ihr sie nur mit ungiftigen Pflanzen, außer mit dem Ackergauchheil, der ungenießbar bis leicht giftig ist, der allerdings rot, orange oder blau anstatt weiß, wie die Vogelmiere blüht. Ja, und also ich habe jetzt leider hier keine Blüte gefunden, denn die Vogelmiere, habe ich mal gelesen, soll das ganze Jahr über blühen. Im Sommer habe ich hier weiße Blüten der Vogelmiere gefunden, aber jetzt leider nicht. Aber es gibt ein narrensicheres, einzigartiges Merkmal, was nur die Vogelmiere hat, woran man sie gut identifizieren kann. Und zwar, wenn man die Vogelmiere gegen das Licht hält, also wenn man mal eine Vogelmiere pflückt und dann gegen das Licht hält, egal ob die Sonne scheint oder nicht,
dann wird man sehen, dass die Vogelmiere am Stängel, wenn man den Stängel auch mal so in der Hand dann dreht, während man das gegen das Licht hält, dann wird man sehen, dass der Stängel nur auf einer Seite behaart ist und auf der anderen Seite eben nicht. Und das ist eben das sichere Identifizierungsmerkmal der Vogelmiere. Und ja, ich würde euch das auch jetzt sehr gerne zeigen, nur leider ist meine Kamera dazu nicht in der Lage. Aber mit den Augen ist das kein Problem. Ja, naja, es sei denn, man ist weitsichtig, dann könnte das vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ja, und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die Vogelmiere ja nach Mais schmeckt. Also meiner Meinung nach. Ich finde, die Vogelmiere schmeckt nach Mais. Ja, also richtig lecker. Außerdem soll sie viel Vitamin C und außergewöhnlich viel Eisen und Kalium haben. Und sie soll heilsam für Haut und Bronchien sein. Ja, so viel zur Vogelmiere. Ja, ich habe jetzt hier einige kleinere und mittlere Exemplare eines sehr leckeren und aromatischen Baumes gefunden, und zwar die Douglasie. Und ja, ich wollte die Douglasie eigentlich auch schon in mein Nadelbaum-Video über die Fichte, Tanne und Eibe packen, aber daraus ist irgendwie nichts geworden. Deswegen packe ich sie jetzt halt hier mit rein. Ja, und was den Fundort angeht, findet ihr die Douglasie zwar weniger häufig als die Tanne oder die Fichte, aber ihr findet sie gelegentlich in Parks oder in größeren Mengen als Forstbaum in Wäldern, so wie hier jetzt beispielsweise. Ja, und zu der Verwechslung, ja, da gibt es so einiges zu sagen, und deswegen suche ich mir jetzt mal ein etwas gemütlicheres Plätzchen, wo ich euch das genauer erklären und zeigen kann. So, ich habe jetzt hier mal was vorbereitet, diesmal ohne festen Untergrund, sondern ja etwas in der Luft hängend diesmal, und die Äste so zurechtgebogen, dass man auch die Hinterseite erkennen kann. Ja, also was die Verwechslungsgefahr angeht, könnt ihr die Douglasie höchstens mit der Tanne verwechseln, die ja ebenfalls ungiftig ist, oder eben mit der giftigen Eibe, die auf den ersten Blick wirklich sehr ähnlich aussieht und wo sich die Nadeln auch ähnlich weich anfühlen wie bei der Douglasie. Aber die Eibe wächst weder so hoch noch so gerade wie die Douglasie. Aber wir haben ja jetzt hier auch kleinere Exemplare, und da sind die Nadeln das ganz sichere Unterscheidungsmerkmal. Denn die Eibe hat nicht diese wachsartigen hellen Streifen auf der Unterseite der Nadeln, die eben dieses weißgräuliche Muster bei der Douglasie ergeben auf der Rückseite. Die Eibe ist einfach nur hellgrün und musterlos auf der Rückseite der Nadeln. Außerdem ist die Eibe geruchs- und geschmacklos, während die Douglasie intensiv nach Orange und ja, Weihnachtsgewürzen, würde ich sagen. Also richtig würzig, riecht und schmeckt. Da reicht es schon, die Nadeln zwischen den Fingern zu zerreiben, und es wird sofort intensiv ätherisch riechen, ja, nach Orange und würzigen Duft verströmen. Ja, wer das nochmal genauer demonstriert sehen möchte, der kann sich auch mein Nadelbaum-Video über die Fichte, Tanne und Eibe ansehen, wo ich nochmal zeige, wie man die Tanne von der Eibe optisch gut unterscheiden kann. Und da gelten eben auch die gleichen Unterscheidungsmerkmale wie bei der Douglasie und der Eibe. Ja, so viel dazu. Wie schon angedeutet, enthält die Douglasie sehr viele ätherische Öle, was man auch sowas von rausschmeckt. Also ich muss auch sagen, dass mir die Douglasie von allen essbaren Nadelbäumen am leckersten schmeckt. Also richtig lecker nach Orange und nach Weihnachtsgewürzen tatsächlich, würde ich sagen. Ja, ja, des Weiteren soll sie auch gegen Erkältung helfen und entzündungshemmend wirken. Ja, so viel zu der Douglasie. So, hier haben wir jetzt die Zeder, oder genauer gesagt die Atlaszeder. Und ja, ich habe den Baum weniger aus pragmatischen, sondern eher aus ideologischen Gründen mit ins Video gepackt. Ja, denn was den Fundort des Baumes angeht, werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht finden. Also ich habe die Zeder jetzt nur hier in einem botanischen Garten und einmal bei jemandem auf dem Privatgelände gesehen. Ja, und ja, ich habe ihn jetzt einfach mit ins Video gepackt, so als so eine Art Bonus, weil ich den Baum auch so schön finde. Ja, was den Fundort angeht, wie gesagt, den findet ihr hier wild wahrscheinlich nicht, außer vielleicht mal in einem Park oder so, ja. Ja, was die Verwechslung angeht, wenn ihr den Baum überhaupt findet, könnt ihr ihn höchstens mit einer anderen Zedernart verwechseln, die auch ungiftig ist. Ja, und das Interessante an dem Baum ist, und was mich auch fasziniert, im Gegensatz zu anderen essbaren Nadelbäumen, wie zum Beispiel die Tanne, Fichte, Lärche oder Douglasie, blüht die Zeder nicht im Frühling, sondern erst im Herbst, im Oktober. Ja, das fand ich sehr interessant. Naja, ich werde mir jetzt auch mal einfach einen Ast schnappen und den mal mit wohin nehmen und euch dann noch so ein bisschen Interessantes dazu erzählen.
So, hier haben wir jetzt noch die Libanon-Zeder. Wollte ich nur mal kurz noch zeigen. Habe ich gerade probiert, schmeckt ein bisschen zitrusartiger. Aber dafür sieht die Atlas-Zeder schöner aus, finde ich. Hat dieses leicht bläuliche. Ja, dann komme ich mal zu ein paar interessanten Informationen. Also die Zapfen der Zeder enthalten Samen, die erst im zweiten oder dritten Jahr reif sind und wo, wenn man sie ernten möchte, wo man das dann auch vom Baum pflücken müsste. Ja, weil nachdem die Samen in den Zapfen reif sind, lösen sich die Zapfen ihren einzelnen Schuppen auf, genau wie bei der Tanne. Daher wird man die nicht auf dem Boden finden. Ja, die Samen sollen sehr gesund sein, wie auch die ätherischen Öle in den Nadeln der Zeder. Und es gibt auch ein Zedernöl, was unglaublich gesund sein soll. Also der Zeder werden überhaupt allgemein sehr viele Heilwirkungen nachgesagt. Und energetische, und das geht auch noch in den mythischen Bereich, aber das werde ich jetzt diesmal nicht mit reinpacken. Das ist ja etwas komprimierter diesmal alles, ja. Aber unter anderem soll das Zedernöl gut gegen Erkältung sein, gut für die Haut sein. Es soll stärkend und wundheilend wirken. Es soll gegen Haarausfall und Verstauchung helfen. Auch gegen Erschöpfung und Rheuma soll es auch helfen. Ja, und ja, ich muss auch sagen, dass ich die Nadeln der Zeder jetzt nicht unbedingt sehr intensiv finde. Das schmecken mir die Nadeln der Fichte und der Tanne und der Douglasie viel besser. Aber ja, die Nadeln der Zeder haben auch einen Geschmack. Naja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Informationen, auch wenn ihr höchstwahrscheinlich keine Zeder finden werdet. Und ja, bis zum nächsten Mal.